Meine Fresse. Mann! Meine arme Puppe! Also, falls ich die nächste Aufnahme überlebe, das ist natürlich die Bedingung, ne? Boah! Schrecklich. Wer braucht denn Horrorspiele? Spielt Anno 1602, da erschreckt ihr euch auch alle nächstlang. Ja, supi. Boah. Himmel, Herrgott. Aber wir haben heute mindestens zwei neue Sequenzen gesehen, die wir vorher noch gar nicht gesehen hatten. Nämlich einmal die mit dem schwarzen Tod und einmal die Schatz-Cutscene. Die kannte ich übrigens auch noch nicht. Ich habe mich zuerst gewundert. So, was ist denn jetzt los? 30 Tonnen nur. Over, ja. Schatzinsel. Warum ist dahin? So. Das ist jetzt der absolute Härtetest. Also wenn das jetzt nicht funktioniert mit der Erzmine, dass die permanent ist, dann habe ich echt ein Problem. Also dann muss ich dem Broten wirklich ewig auf den Sack gehen. Okay, Holz ist schon mal aufgebraucht. Aber das hat sich sowieso gleich erledigt. Weil ich werde Holzproduktion hier sowieso etablieren müssen. Weil sonst wird es nämlich schwierig mit Erz und so. Reicht einer? Ich baue mal ein. Eigentlich müsste einer ausreichen. Eigentlich. So. So, dann gucken wir mal weiter. Mine. Können wir bauen? Tiefe Erzmine, die ja angeblich ewig halten soll. Ich bin gespannt. Wenn das nicht der Fall ist, haue ich demjenigen das um die Ohren. Nein, alles gut. Alles gut, mache ich nicht. So, einmal die Erzschmiede und einmal die Werkzeugschmiede. So, dann haben wir das schon mal. So, und dann geht es jetzt hier auf der anderen Seite weiter. Muss ich einmal kurz ein bisschen umswitchen. Habe ich noch genügend Ressourcen da? Ja. Ressourcen sind noch gut. Irgendwas fehlt mir, Holz fehlt mir. Ausgerechnet Holz fehlt mir jetzt. Geil. Aber die Eisenproduktion ist schon mal gewährleistet. Wie gesagt, wenn die aufgebraucht ist, ja, dann ist es halt so. Dann müssen wir leider bis in alle Ewigkeit dem Roten auf den Sack gehen. Tiefe Erzmine, ja. Aber eigentlich müsste das reichen. Sagte er und musste dann feststellen, dass es doch nicht reicht. Scheiße. Na! So ist richtig. Eigentlich wollte ich hier nicht so viel Holz bauen, aber naja, gut, jetzt machen wir das halt doch. Ist ja kein Problem. Zack. Zack. So. Es war jetzt schwachsinnig eigentlich, dass ich mit dem Schiff zurückgefahren bin. Ups. Eigentlich schwachsinnig, dass ich mit dem Schiff zurückgefahren bin. Wobei, nö, eigentlich nicht. Werkzeuge und Ding. Ja, doch, das... Nee, ich glaube, das ist doch besser, wenn wir noch ein bisschen Holz mitnehmen. Doch, doch, das ist schon ganz gut. Das ist schon ganz gut. Die Eisenschmelze kann dann noch produzieren. Das holen wir uns dann quasi für Fisbee dann. Na, ich bin echt mal gespannt, wie lange die Produktion funktioniert.
und zurück. Und dann können wir da nämlich auch die Goldschmiede bauen. Dann haben wir die nämlich auch. Und dann warte ich, bis das Lager einmal voll ist. Das nehme ich dann alles mit und danach fährt es auf Patrouille. Und dann könnten wir theoretisch die Aristokraten kriegen. Ach, kurz mal recken und strecken, Entschuldigung. Nein, das liegt nicht daran, weil das Let's Play so langweilig ist, nein. Sondern eher, weil die Musik so schön entspannend ist. Ansonsten hast du immer mega Hardrock-Musik, wo du denkst, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ne? Oder mega Gruselmusik, so ungefähr. Und jetzt hast du mal so richtig schön tiefenentspannt, so alles ist friedlich, die Vöglein fliegen durch die Landschaft. Ihr sagt so mancher, ja, du hast selbigen nicht unbedingt einen, ne? Nein, ich trinke keinen Alkohol während der Aufnahme. Ne? Ich bin das einmal gefragt worden, das ist aber schon sehr lange her, dass ich das einmal gefragt worden bin, ob ich Alkohol oder, nee, Drogen war das, ob ich Drogen zu mir genommen habe. Aber da muss ich auch dazu sagen, das war in einem Gastauftritt beim Alex Flattermann zu Croc Legend of the Gobbos. Da war ich doch ein bisschen sehr hyperaktiv damals, aber da war ich auch aufgeregt. Heutzutage wird mir das, glaube ich, nicht mehr so passieren. Oh, wie passend. Danke. Das ist aber nett. Da hat der Rote doch glatt an mich gedacht. Wie schön. Könnte sein, dass es vielleicht das letzte Eisen war, was wir bei ihm holen. Er weiß ja schon. Wer weiß, wer weiß. Dann können die sich hier weiter ausbauen. Von mir aus habe ich dann nichts gegen. Warum baut ihr euch eigentlich nicht aus? Keine Ahnung. Ich glaube, die Kapelle werde ich sogar einfach so stehen lassen. Damit man den Geigen nicht sieht. Einfach so, lasse ich den ja, einfach so stehen. Meiner boshaften Ader, die ich habe. Nein, Lars, bist du nicht böse. Wie kommst du denn darauf? Hm? Okay, Holz haben wir gerade genug. Das finde ich gut. Aber trotzdem stelle ich das lieber sicher, dass es ausreicht. So, und dann bauen wir die Goldmine. Die ungefähr die Hälfte davon frisst. Unfassbar, ey. So, und dazu dann noch die hier, die nochmal locker 10 Ziegel frisst. Alter. Das sind ja Kosten hier, das ist ja Wahnsinn. So, zack, zack. So, und dann werden wir nochmal die Straßen umbauen. So, kriegt ihr nochmal dicke, fette Pflasterstraßen vorgemeißelt. So, zack. Oh, leck mich doch am Arsch. Meine Fresse. Wohin jetzt schon wieder? Natürlich. Meine Fresse. Jedes Mal. Boah. Ja, man merkt schon, so langsam geht mir das eher auf den Sack. Ja, ich bin ehrlich, das langsam ist das echt nervig. Am Anfang war es ganz nett, aber jetzt so langsam, jetzt ist es mal gut, wirklich. Also, nee. Der Ziegel hat sie noch, jawohl. Zack. 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 So, dann ist das auch verbessert soweit. Haben wir vielleicht noch genügend, um unser Kontor aufzuwerten? Das ist zumindest ein Studio. Jawohl. So. Auch noch aufgewertet. Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie lange die Goldmine anhält. Ob es eine ewige ist oder eben nicht. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie lange die anhält. Gesichert. Auf jeden Fall haben wir heute einiges geschafft. So viel kann man schon mal sagen, abschließend. Wir haben wirklich einiges geschafft heute. Also wir haben unsere Alkoholproduktion und Tabakproduktion hier etabliert. Wir haben hier mit der Kleidungsproduktion begonnen. Wir haben sogar einen Schatz gefunden dabei. Wir haben den Roten wieder mehrmals kräftig Eisen und Werkzeuge abgeluchst. Ne? Wir haben jetzt endlich eine tiefe Eisenmine und die auch gebaut. Ich hoffe auch mal, dass sie ewig anhält. Wenn die mittendrin heißt, so, ja, ne, ist jetzt erledigt, ne? Ja, danke. Und wir haben unsere Goldmine jetzt angezapft und stellen Schmuck her. Das heißt, in der nächsten Session werden wir dann höchstwahrscheinlich die ersten Aristokraten kriegen. Mal sehen, was wir dann noch so freischalten werden.
Für Bauoptionen viel Möglichkeiten gibt es nicht mehr. Also denke ich mal jedenfalls. Also hier bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, was hier noch kommt. Da wissen wir das ja schon, das ist die große Werft und das war's dann. Plantagen haben wir komplett, das dürfte auch alles komplett sein. Militär fehlt uns auch nur noch ein Gebäude. Was das ist, bin ich auch mal gespannt drauf, weil was soll ja jetzt noch kommen als Steigerung? Eigentlich haben wir ja schon alles. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, komm. Geh nach Hause, Kollege. Mach Feierabend, leg dich hin, nimm deine Tablette, von mir aus auch. Ich glaube, ich kann die Produktionsstätten hier bald abreißen. Ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Das kann ich ja sonst in der nächsten Session erledigen, weil Tabak erholt sich wunderbar. Alkohol ist auch gut. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Boah, ich brauche hier 40 Tonnen Reserve. Bitte, was wollen wir mehr? Ich glaube, ich werde die Produktion auch schon mal stilllegen. Ich lege schon mal die Produktion für den Alkohol schon mal still. Der kann das nochmal abholen. Das ist dann die letzte Produktion an Alkohol. Dann kann der auch die Schotten dicht machen. Was? Die Schotten sind dicht? Ja, nicht das Land Schottland, sondern Schotten im Sinne von die Türen. Mein Gott. Das machst du jetzt aber selber. Ja, das stimmt. Alles gut. Bisschen Spaß muss sein, wisst ihr doch. So, der hat den Alkohol produziert. Wunderbar. Und geschlossen. So, dann werden wir jetzt anfangen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So, dann reißen wir die ganzen Plantagen weg. Das hat sich nämlich schon mal erledigt. Oh, da ist noch ein bisschen Zuckerrohr übrig. Weg. Brauchen wir nicht mehr. Zuckerrohr hat seinen Dienst erfüllt. So, und dasselbe machen wir dann auch beim Tabak. Da können wir schon mal die Produktion einstellen. Der kann gerne noch seine zweite Tonne fertig machen. Dann kann der nämlich nochmal was verarbeiten. Und dann kann er auch dicht machen. Oh, Lars, das sind doch Arbeitsplätze. Naja, die Arbeitsplätze sind ja ausgelagert worden. Die sind ja jetzt hier. Also, die haben zwar einen weiteren Weg, aber rein theoretisch könnten sie weiter arbeiten. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Problem. So, Betrieb einstellen bitte. Danke. Genau, der Kollege holt sich nochmal die letzte Fuhre an Land. So, wunderbar. Apropos Fuhre an Land holen. Aha, siehst du? Ja. Immer wenn er denkt, ich guck nicht hin, dann ja. Alter Schlawiner, erwischt. Eisen, nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte eigentlich gucken wegen... 2 Tonnen Schmuck, ja, immerhin. 1 Tonne Nahrung, die nie zu Ende geht. Warum auch immer hier genau 1 Tonne Nahrung ist. Keine Ahnung. Ja, Schmuck wird wohl noch ein bisschen dauern. Ist ja kein Wunder. Aber die Produktion läuft. Das ist schon mal etwas. Viel geredet heute, ja? Doch. Oh, die Bilanz 1042. Wisst ihr Bescheid? Verkaufserlöse 11. Oh, hat jemand doch meine Holzvorräte mal ein bisschen verkleinert? Wow. Sowas gibt's also auch noch. So, Kollege, du bist fertig? Jawohl. Gut. So, dann auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So, und dann kommen die ganzen Felder weg. Zack. Die Felder kommen weg, denn die haben ihr Soll erfüllt. Die Straße, die da war, kommt auch mit weg. Zack, weg, weg. Und die Straße kann auch weg. Sehr schön. Wunderbar. Haben wir alles einplaniert. Und sollte das mit der Nahrung knapp werden, können wir hier oben jetzt einfach weitere Getreidefelder anlegen. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Also Nahrung ist auch das Einzige, was ich der Insel lassen werde. Definitiv. Theoretisch könnte ich Getreide auch noch verlegen, aber ich finde, das macht keinen Sinn. Weil was soll ich da über den Fluss jetzt noch extra Häuser hinballern? Vor allem, wir sind eh kurz davor, Aristokraten zu kriegen, also was soll's. Ne? Wie sehen unsere Gewinne aus? 284. Ich kann den Leuten ja hier nochmal eine dicke Kirche hinballern, die wollen sie ja eh haben. So, bitteschön.
zum Aufnahmeende. Überprüft eure Handelsrouten. Wieso? Voll oder was? Boah! Sag mal! Ja, voll und? Ist doch nicht schlimm. Wo brennt's? Natürlich. Sollte er fragen, wo brennt's nicht? Ich glaube, das wäre sinnvoll. Meine Güte, meine kleinen Feuerteufel hier von Rotterdam, ich merke das schon. Die haben zu viel Spaß mit Feuer. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, noch. Noch. Kriegen sie aber bald wieder. In der nächsten Aufnahmesession. Dann können sie wieder so, sich so wild ausbauen wie ihnen je. 5 Tonnen. Nur immerhin. Immerhin, nicht? So, und die können nochmal schön Werkzeuge produzieren, ne? Ja, Vorrat läuft schon gut runter, wunderbar. Werkzeuge kaufe ich jetzt nicht mehr, nur noch Eisen, wenn überhaupt. Aber ich glaube, selbst das brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jo. Freunde. Sieht doch gut aus. Ich könnte höchstens nochmal unsere Holzbetriebe hier auslagern. Ja, dann hätte ich nochmal ein bisschen Platz für Häuser. Muss das noch sein? Ich weiß es nicht. So, wir haben auf jeden Fall ordentlich Kirche hingeballert. Das heißt, jeder hier dürfte jetzt eigentlich alles haben. Zumindest was die Gebäudebedürfnisse angeht. Was Schmuck angeht, daran arbeiten wir. Wie gesagt, wir bewegen uns in Richtung Aristokraten. Ne? Der letzten Stufe. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Das ist unsere dritte, Freunde. Das ist unsere dritte Statue. Das dritte Denkmal. Wo zimmern wir das denn mal hin? Ja, gute Frage, ne? Direkt hier neben. Nee, dann auf die Seite. Zack. So. 3 Monumente. Sehr schön. Dürfen wir jetzt auf gleicher Höhe mit Gelb sein wahrscheinlich, ne? Ja, 1, 2, 3. Ja, wir sind jetzt auf gleicher Höhe mit Gelb. Sieht gut aus. Sehr schön, Freunde. Und dann würde ich sagen, ja, wir haben die 2 Stunden gleich erreicht. Dann werde ich auch gleich mal Schluss machen für heute mit Anno 1602. Und mich dann gleich an den Schnitt ranmachen. Denn ich sehe gerade, wir haben schon 17 Uhr. Das heißt, in nicht mal mehr 2 Stunden geht's los. Wir haben es nämlich schon 5:07 jetzt. Und ich muss ja nachher noch ein bisschen was vorbereiten. Ne, dass das auch alles ja einwandfrei läuft. Zumindest was das Technische angeht. Internet kann ich ja eh nicht kontrollieren. Leider. Aber gut, ich hoffe, euch hat die Anno-Aufnahme gefallen. Ich hoffe, es macht euch überhaupt noch Spaß bis hierhin. Also wie gesagt, so viel kann ich sagen. Wir bewegen uns langsam aufs Ende zu. Ich sehe gerade, die Einwohnerzahl hat abgenommen, weil wir ein bisschen abgerissen haben. Ja, mein Gott, das gehört jetzt halt dazu. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir wieder Anno 1602 zocken. Wie gesagt, vielleicht schon das große Finale, weil wir ja dann die Aristokraten haben. Also ich denke mal, wenn wir alle Bauoptionen haben, dann brauchen wir wirklich nicht mehr großartig weitermachen. Was sollen wir dann noch großartig machen? Eigentlich haben wir fast alles erreicht, was man erreichen kann hier in diesem Spiel. Außer vielleicht einen Krieg, aber den wollen wir ja eh nicht. Was soll man mit einem Kriegszustand? Das muss ja echt nicht sein. Und ja, ich werde den Russen hätte ich jetzt gesagt. Nein, ich werde den Roten wahrscheinlich weiterhin noch ein bisschen Erz abzwacken. Aber wenn, dann eher spaßeshalber, weil wenn unsere Produktion tatsächlich, wie mir gesagt wurde, ewig ausreicht, dann brauchen wir das eigentlich gar nicht mehr. Aber einfach aus Prinzip mache ich es trotzdem weiterhin. Freunde, das war jetzt eine ziemlich lange Verabschiedung, ehrlich gesagt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Gesichert. Immer, wann immer ihr es gucken werdet. So, ganz in Ruhe. Ich wünsche euch was und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.